Also das Tonnenabschlagen beruht auf einer jahrhundertenlangen Tradition. Es gibt ganz viele Geschichten, wie das Tonnenabschlagen entstanden ist. Von 1684 bis 1815 wurde Mecklenburg von den Schweden besetzt. Und während dieser Zeit mussten die Fischer jedes Zehntel ihres Fischfangs abgeben. Und nach der Beendigung der Besetzung der Schweden haben die Fischer dann ein Fest gefeiert, um dann damit zu bekünden, dass sie sich freuen, dass sie ihr Zehntes nicht mehr abgeben müssen. Und haben das Zehnte war dann das Holzfass und haben dieses dann aufgehängt und mit massiven Holzkeulen zerschlagen. Ganz wahr ist die Geschichte auch nicht und ist auch schon widerlegt, da bereits 1774 im Bad der Geschichtschroniken etwas über das Tonnenabschlagen berichtet wird. Tonnenabschlagen findet in Deutschland nur in dieser Region statt. Jedes Wochenende hat ein anderer Verein sein Tonnenabschlag. Es wird eine Reitbahn aufgebaut und wir reiten halt durch diese Bahn und müssen mit unseren Holzkeulen, die wir extra dafür angefertigt haben, dieses Holzfass, was da aufgehängt ist, zerschlagen. Wer das letzte Stück des Bodens herausgeschlagen hat, ist der Bodenkönig. Dann gibt es noch den Stäbenkönig, das ist der das letzte Stück der Stäben herausgehauen hat. Und wer das allerletzte Stück von der Tonne herausgehauen hat, ist der Tonnenkönig. Das Tonnenabschlagen, das ist halt eine alte Tradition. Es ehrt einen schon, wenn man da halt mitreiten darf. Und da wir ja nur 5 Frauen sein dürfen, ist es noch schöner, dass man dann auch an dieser Stelle sein darf. Gut, Schlag! Gut, Schlag! Gut, Schlag! Dankeschön!